Ich hätte nie gedacht, dass ich mal als junge Erwachsene an den Punkt komme und die Offenbarung vor mir habe, dass ich eigentlich ein Waisenkind bin. Ich selber gross geworden mit 3 Geschwistern, Eltern daheim, Grossfamilie, es ist drunter und drüber, das war sehr ein lebendiger Haufen. Immer noch, wenn wir uns wieder zusammen sehen. Aber den Punkt zu kennen, dass in meinem Inneren das Herz eigentlich funktioniert wie ein Waisenkind, wie eine Bettlermentalität, die ich tagtäglich gelebt habe. Jesus hat mir wie mein Herz aufgemacht und gesagt, Ruth, du kämpfst für dich selber, du hast Angst, dass du zu kurz kommst, du denkst, das ist nie genug und du bist ständig am Vergleichen, was die anderen überkommen oder wie gesegnet die sind oder was die für Durchbrüche erleben und du nicht. So ein ständiges Gefühl, dass du eigentlich allein bist und sich niemand um dich kümmert. Und das war so eine Offenbarung, so ein Moment von wow. Keine Anklage drin, aber ein liebevoll überführt werden von hey, ich bin dein Vater, ich kümmere mich um dich, ich sorge mich um dich, du kommst nie zu kurz. Und die Veränderung ist im Herzen passiert. Man kann nicht als Waisenkind oder mit dieser Mentalität, mit dem Waisenkindgeist unterwegs durchs Leben und dann das Gefühl haben, mit Disziplin kann man den jetzt herausarbeiten. Es braucht eine Veränderung im Herzen, eine tiefe Berührung von Adoption, zu erleben, dass man rausgeholt worden ist und in eine neue Familie eingepflanzt worden ist. Und genau das redet Jesus davon, wenn er sagt, kommt zu mir, der Vater im Himmel einlädt und sagt, ich bin dein geliebter Vater, du darfst mein Kind sein, ich adoptiere dich und du bist, weil du bist, du bist geliebt, weil du bist. Da braucht es keine Leistung. Unsere Kinder kämpfen nicht dafür, dass sie unsere Kinder sind. Sie leisten nicht dafür, dass sie jetzt endlich die Position von Kind bekommen. Sondern sie sind hineingeboren worden in unsere Familie. Und genau das ist, Jesus bietet das an, wenn wir an ihn glauben, ihn, unser Leben ihm übergeben, ihn aufnehmen, dann passiert die innerliche Wiedergeburt. Wir werden hineingeboren, neu geboren in die geistliche Familie vom Vater im Himmel. Und das ist so genial. Und wo mir das passiert ist, so das Denken können abzulegen, die Herzensveränderung vom weisen Kind hin zum adoptierten Tochter, zur dazugehören, der Vater im Himmel mir die Position von Tochter sein gegeben hat, da ist ein tiefer Frieden eingezogen. Und plötzlich sind so Gedanken weg gewesen, von Vergleich, ich komme zu kurz. Plötzlich ist die tiefe Gewissheit da gewesen, übernatürlich in der Veränderung geschehen. Ich komme immer genug über. Niemand kann meine Bestimmung ausleben, das, was Gott mir gegeben hat, als ich selber. Er sorgt sich um mich. Er sorgt sich für mich und er geht mir voran und kämpft für mich. Und das ist so ein tiefer Frieden. Und da wünsche ich mir, dass im Denken von, dass man Wert erhalten oder verändern ohne den, der Wert gibt, hier kommen wir zu dem Punkt, Veränderung passiert im Herz. Und dann kommt sie ins Denken und dann kommt sie in die Handlungen. Und dann wird es möglich, dass wir als Kind einander lieben, egal woher wir kommen, wie wir aussehen, und wie wir denken, bedingungslose Liebe ist dann möglich.